Name ist Bernd Merkun, Firma Big Dutchman. Ich stelle Ihnen heute unser neues Strohstallkonzept vor. Wir werden zukünftig die Tiere auf Stroh halten. Mit einem Bioaktivator wird das vorher sozusagen das Stroh aktiviert, damit wir eine Kaltrotte kriegen. Nachgestreut wird mit dem Polygis Strohroboter, der über die Tiere fährt, genau lokalisiert, wo Stroh benötigt wird. Und dort wird dann auch Stroh fallen gelassen, aber eben nur da. Dadurch sparen wir sehr viel Stroh und haben ein sehr günstiges, gutes Konzept, in dem die Tiere sich aber im wahrsten Sinne des Wortes saugwohl fühlen. Ja, die außergewöhnlich gute Luft im Stall mit unter 7 ppm Parts per Million Ammoniak bekommen wir dadurch hin, dass wir quasi ein atmendes Bett haben und wir das zusammen mit einer sehr guten Lüftung so steuern über Luftfeuchtigkeit, dass das Bett eine Rotte entwickelt und dadurch keinen Ammoniak emittiert. Und das ist eigentlich der große Vorteil dieses Systems und macht eine tolle Luft im Stall. Mein Name ist Olaf von Lehmen, ich bin Vorstand und Inhaber von Ambitec Biogas. Der Gesetzgeber müsste unbedingt den Biomethan fördern, um damit Autos zu betreiben. Wir würden die Feinstaubemissionen in den Städten in den Griff kriegen und hätten eine sehr umweltfreundliche Technologie. Mein Name ist Peter Smolny von der Firma Stadico. Ich bin für den Vertrieb im Hause zuständig und stelle hiermit unsere neue FDX-Düse vor. Wir haben eine Düse, die entwickelt worden ist von einem Start-up-Unternehmen, die in Edelstahl gefasst ist und keine beweglichen Teile hat. Damit ist sie auch lebensmitteltauglich und wir versprechen uns einen langjährigen Einsatz ohne irgendwelche Reparaturkosten. Man kann den Hintergrund anhand des Wasserstrahls erkennen, wie der Wasserstrahl oszillierend rauskommt und dadurch eine höhere Reinigungsleistung hat. Und wir versprechen uns eine Reinigungsleistung plus von ca. 50% gegenüber einer Flachstrahldüse. Hallo, mein Name ist Hendrik Wolking, ich bin Geschäftsführer der Firma WDW Wagen und Siertechnik GmbH aus Vechta-Kalvislage. Wir sind heute auf der Eurotier. Sie sehen unsere Vibrationsdosieranlage für individuelle Schüttgutmischung. Und wir haben im letzten Jahr zusammen mit einem jungen Unternehmen das ganze Konzept entwickelt. Unser Kunde mischt mit der Anlage Hundefutter auf einen Hund genau zugeschnitten, also ganz individuell. Hier sehen wir die Dosierung im Prozess. Wir haben eine Grob- und eine Feindosierung und haben die Möglichkeit, vereinzelt die Komponenten zu dosieren auf 1 Gramm genau. Schönen guten Tag, mein Name ist Kai Hauptmann, ich komme aus Vechta und unser Unternehmen beschäftigt sich mit der Hygiene der Wasserversorgung für Nutztiere und das Konzept, was wir entwickelt haben, beschäftigt sich damit, den Tieren in ausreichender Menge ein hygienisch einwandfreies Wasser zur Verfügung zu stellen, ähnlich wie es ein Wasserwerk tut. Und wir arbeiten gesamtkonzeptionell und wir freuen uns sehr, dass wir auf der Eurotier 2018 in Hannover für dieses Konzept mit einer Medaille, einer Silbermedaille, ausgezeichnet wurden. Mein Name ist Axel Escher, Geschäftsführer bei THV Deutschland. THV ist eines der größten Rinderzuchtunternehmen weltweit. Als Innovation hier auf der Eurotier präsentieren wir den Herd Optimizer. Herd Optimizer haben wir die Möglichkeit mit beim Kalb schon eine DNA-Probe zu nehmen und die Vererbungsanlagen schon frühzeitig zu erkennen. So können wir Landwirten helfen, frühzeitig schon die interessantesten Kälber in seinem Betrieb zu selektieren, für sich selber den bestmöglichen Zuchtfortschritt zu erreichen bei ihm im Betrieb und so am Ende noch mehr Wirtschaftlichkeit und Erfolg für seinen Betrieb zu erreichen. Die DNA-Probe nehmen wir über eine Haarprobe. Da kann man irgendwie am Körper einmal eine Haarwurzel nehmen dafür. Und da hat man das DNA-Gutschein schon drin. Für die Selektion der Kälber heißt es nicht so, dass wir natürlich die Kälber nicht schlachten werden, sondern der Betrieb die einfach verkauft an andere Betriebe, die noch Kälber nötig haben, für die weitere Aufstockung.